Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Origins. Im letzten Part sind wir in der Militärstützpunkt Dracos angekommen und sind jetzt hier gerade auf der Suche nach Reaper. Hier gibt es viel zu viele Gänge für meinen Geschmack. Okay. Flackerndes Licht, kein Problem. Solange man ein bisschen was sieht, ist das alles in Ordnung. Oh, Ultralebenswasser, sehr schön. Mal schauen, was wir hier so haben. Hopp. Oh, da ist ein Schalter. Schalter sind immer gut. Schalter wollen wir alle umlegen. Ja, legen wir ihn um. So, hier noch irgendwas? Nö. Okay. Dann also weiter im Text. So, hier lang, hier lang, hier runter. Ich will ein bisschen den Kämpfen aus dem Weg gehen, weil hier gibt's genug der... Autsch. Das tat weh. Das war so nicht geplant. Naja. Jetzt ist es passiert. Was soll's. Und dann müssen wir jetzt damit leben. So, ganz einfach. Bestien schlechter. Du Bastard. Lia ist keine Bestie. Hallo, was soll das? Naja. Wie auch immer. Kloppen wir um. Also hoffe ich natürlich, dass wir ihn umkloppen. Weil ansonsten wäre das ein bisschen blöd. Dankeschön. Aua. Okay, wir bleiben dann also da tatsächlich stecken, ja? Nicht gut. Also so gar nicht gut. Ich will also wirklich zwingend warten, bis die Stacheln weg sind, um hier vorbeizugehen. Ansonsten habe ich so ein bisschen Arschkarte. Naja. So, dann... Ach, ein Einzelner. Kinderkacke. Das ist Kindergeburtstag hier. Also machen wir doch locker. So, Genesungsaura. Ich will nicht geschwächt sein. Geschwächt ist blöd. Bei der ganzen Gruppe. Aber das hatten wir ja letzte Folge schon. Na los. Na los. Fall um. Du Mistviech. Du dummes Mistviech. Ah, okay. Wenn nur Erika geschwächt ist, ist das noch in Ordnung. Dann machen die anderen wenigstens noch genug Schaden. So. Okay. Was? Moment. Moment, das muss ich mir gleich nochmal in Ruhe ansehen. Auf jeden Fall will ich hier so gut es geht mit Statusveränderungen arbeiten. Einfach aufgrund der Tatsache, dass mir das sonst ein paar Gegner zu viel sind. Krieg ich einen letzten Stich hin? Nein, natürlich nicht. Schade. So. Okay, das funktioniert aber. Und dann machen wir jetzt hier mal eine Heilungsaura. So. Okay. Oh, Baby. Das war ein Schaden. Der kann sich sehen lassen. Definitiv. Okay. Hopp, hauen wir den um. Erstmal. Blöd. So, hier Schockpfeil. Nochmal drauf. Oh, wunderbar. Eine Heilung. So. So, na komm schon. Fall oben. Ha? Dankeschön. So, okay. Ah, jetzt ist er schon wieder nicht mehr paralysiert. Was soll denn das, ey? Ist doch zum Kotzen. Naja, ich hau jetzt trotzdem erstmal den hier um. Weil auf den habe ich jetzt schon die ganze Zeit eingeprügelt und das geht einfach schneller. Als wenn ich jetzt hier mit dem links anfangen würde. So. Na komm, sage ich ja, geht schneller. So, so, noch mal eine leuchtende Rechtschaffenheit. Und dann dürfte der hier auch gleich umkippen. Weil ein bisschen Schaden hatte ich auch schon auf ihn raufgekloppt. Na? Na? Wollen wir umfallen? Dankeschön. So. Gut, dann einmal Heilaura.
Und dann ein paar Supermagietränke. Ja, komm. Und du gleich mal zwei. So, so. Und... ja, das reicht. So, ich gehe mal davon aus, dass ich hier mit der Lichtgeschwindigkeit durch muss. Wie ich darauf nur komme, keine Ahnung. Sehr gut. Sollen wir ihn umlegen? Ja, natürlich. Gut. Und dann nochmal die Lichtgeschwindigkeit. Sehr schön. Okay. Das wären jetzt hier die Schalter. Ich glaube, das waren doch alle. Ist hier noch irgendwo was? Nein. Okay. Gut, hier scheint dann soweit erstmal nichts mehr zu sein. So. Dann werde ich wahrscheinlich noch da irgendwie nach rechts hin müssen. Wie auch immer ich da hinkommen werde. Weil wir hatten ja schon gesehen, da ist noch ein Schalter. Und zu dem will ich natürlich. Ganz klar. So, Tanz der Blendung. Noch ein Schockpfeil. Oh, wunderbar. So, und warum arbeite ich hier eigentlich nicht mit dem Singschnitt? Der sollte noch mehr, ja, der zieht noch mehr ab als der letzte Stich. Und, ja, warum nicht? So, Schockpfeil noch auf dich. Oh, das ist wunderbar, wenn der Schockpfeil laufen trifft. Ehrlich. So muss das aussehen. So. Segenschnitt und das sollte es gewesen sein. Richtig. Gut. Dann klopfen wir hier jetzt wieder ganz normal drauf ein. Wir kennen das Spiel. Einzeln können die mir gar nichts. Ja, die können mich schwächen, super. Es reicht aber nicht, ey. Es reicht voll nicht. So. Mal gucken, wann er umfällt. Okay. Jetzt werde ich die Schwächung auf jeden Fall wegheilen. Weil das war mir gerade ein bisschen zu viel. Natürlich fällt er kurz dann noch um. War ja klar. Irgendwo. Aber na gut. So. Moment, da oben war ich. Hier war ich aber. Oh. Ah. Naja, wir sind nichts Besseres als Dämonen. Bla bla. Halt die Klappe und fall einfach ohnmächtig um. Weil wir töten dich ja nicht. Wir schlagen dich ja nur ohnmächtig. So. Na, dann schauen wir doch mal. Doch nicht immer ein bisschen schlechter. Ganz ehrlich, wir sind keine Bestien. Wir sind ganz normale Menschen. So, er ist ohnmächtig. Gut. So, mal gucken, kriege ich den verschoben. Nein. Oh, doch. Aber auch nur an einer bestimmten Stelle. Okay. Warum auch nicht? Ja. Wo bin ich? Hm. Nee. Also irgendwie... ah. Hier nach unten, okay. Ha. Was zum Teufel, ey? Was? Was ist das? Jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe nichts. Ah, okay. Wow. Ganz ehrlich, hier so ein Labyrinth im Dunkeln ist scheiße. Wenn man wirklich so gar nichts sieht. So. Und dann irgendwie, ja, ich bewege mal irgendwie das Steuerkreuz, es wird schon passen. Nee. Das ist doch dumm. Aber ganz ehrlich, das ist nicht schön. Ja, wenn man wenigstens irgendwie einen Hinweis bekommen würde, wo man lang muss. Aber den kriegt man ja auch nicht. Ist der denn hier ohnmächtig? Ja. Okay. Die bleiben also ohnmächtig. Ich verstehe.
Ja, unser letztes Stündlein hat geschlagen, bla bla bla. Meine Fresse. Ich will doch nur gucken, wo es hier weitergeht, damit ich euch weiterhelfen kann. Meine Fresse. Sei doch nicht so, ey. Ah. Immer diese Menschen. Mit einem beschissenen Vorurteil. Das, was mich an Menschen am meisten aufregt. Vorurteile. Naja. Wollen wir doch mal schauen. So, sehr gut. Damit ist der auch außer Gefecht. So, aber hier sind wir auch schon durch gewesen. Ah. Irgendwie müssen wir jetzt an den Schalter noch rankommen. Wollen wir von weiter rechts? Okay. Hm. Sollen wir da noch weiter nach rechts kommen? Vielleicht noch irgendwo ein anderer Eingang? Das muss ich jetzt gerade mal prüfen. Moment, vielleicht ist es ja auch was ganz Einfaches und ich muss hier einfach mit Fackel anzünden. Nein. War die einzige, die nicht brannte. Deswegen, das ist immer so ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass man da irgendwas triggern kann. Aber hier natürlich nicht. Warum denn auch? So, ah. Ah. Hier komme ich mit Merlin noch durch. Okay. Und hier ist noch ein Eingang. Ah, wunderbar. Natürlich legen wir auch diesen Hebel um. So. Mal gucken, was wir damit jetzt ausgelöst haben. Hier erstmal gar nichts weiter. Okay. Dann schauen wir doch hier drinnen nach, was wir hier ausgelöst haben. Ah. Ah, okay, die Schalter zünden die Flammen an. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, das ergibt Sinn. Ja, das ergibt definitiv Sinn. So, leer. Hier ist auch nichts weiter. Okay. Ah, na gut. Dann kämpfen wir gegen euch. Kein Problem. Machen wir. Wobei, nee, du greifst normal an. So, du machst Segenschnitt. Und du versuchst, den da zu schocken. Okay, hat nicht funktioniert. Nächster Versuch. Wow. Ganz ehrlich. What? Alter. Phoenix. Genau, dorthin. Segenschnitt. Schockpfeil. Na endlich. Endlich hat der Schockpfeil mal gewirkt. So, und ja, komm. Hauen wir gleich komplett drauf. Warum nicht? Sehr schön. Damit hätten wir den. Und der zweite ist sogar noch paralysiert. Wunderschön. Macht die Sache nur noch leichter. Nicht, dass es schwer gewesen wäre ansonsten, aber noch leichter ist, noch leichter ist, noch leichter ist, noch leichter. So. Okay. Fall um. Bitte. Jetzt. Danke. Sehr gut. Die Dämonen hören auf mich. Vielleicht bin ich ja doch ein Dämon. Wenn die anderen Dämonen schon auf mich hören. Ich weiß es nicht. Hm. So, Gaias Rache. Sehr starker Erdschaden an allen Gegnern. Wundervoll. Wundervoll. So, dort, dort. So, so. Okay. Kann ich hier speichern? Ich kann hier speichern. Speichern wir mal zwischendurch. So. Nicht, dass wir hier jetzt irgendwie zu einem Game Over noch kommen. Das muss ja auch nicht sein. Muss ich den ganzen Schmarrn nochmal machen. Und da habe ich keine Lust drauf. Okay. Moment. What? Okay. Ich kann hier also nicht einfach durchgehen. Wahrscheinlich muss ich die Gegner besiegen. Oder sowas in der Richtung. Also werden wir das mal machen. Kloppen wir die Mistviecher um. Haben ja gerade eh nichts Besseres zu tun. Also eigentlich schon, aber naja. Ihr wisst schon. So, hier mal eine kurze Heilung auf Merlin. Nicht, dass uns nochmal verreckt. So.
Und dann wollen wir hier mal weiter drauf einkloppen. Sehr schön, dass wir den... Was war das? Traumsäbel oder sowas? Bekommen haben. Der die Gegner immer schön einschläfert. Das ist sehr gut. So, hi. Zwei Skelette. Ja, damit kommen wir klar. Die kriegen wir weg. Kein Problem. Da werde ich jetzt auch keine großartigen Techniken einsetzen, weil die sind Kinderkacke, Skelette. Also außer natürlich mal gegenheilen. Das werde ich natürlich machen, wenn es sein muss, aber ansonsten, ja. Na? Hallo, ich habe nicht nach rechts gedrückt. Was war das denn jetzt gerade? Warum hat der hier, ein anderes Ziel gewählt? Ich glaube, das war Merlin. Keine Ahnung. Naja, kann passieren. Auf jeden Fall, hoffen wir doch mal, dass das jetzt gleich vorbei sein wird. Und nicht mehr allzu lange dauert. Lange Kämpfe sind lang. Ganz ehrlich. Warum? Ah, dankeschön. So ist das doch schön. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas haben. Er atmet nicht mehr. Okay. Er atmet auch nicht mehr. Der atmet nicht mehr. Und der hier, na, atmet auch nicht mehr. Dann werde ich mal hier noch die Felsbrocken untersuchen, ob wir hier irgendwo noch ein Event haben, das getriggert werden muss. Nein, nein, nein. 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 Da nicht. Da hatten wir auch schon geguckt. Oder da hatte ich schon geguckt. Okay, mal gucken. Kommt trotzdem wieder nur hier an. Okay. Hier noch irgendwo was versteckt. An Weg. Na. Nö, hier links nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Ist noch irgendwo ein geheimer Durchgang ist oder sowas. Durch den wir durch müssen. Oder natürlich, ich muss den Raum in einer bestimmten Zeit durchqueren. Um mal wieder die Lichtgeschwindigkeit zu begründen. Warum man die nutzen muss. Versuchen wir es einfach mal. Lichtgeschwindigkeit. Yay! Okay, entweder war die Lichtgeschwindigkeit jetzt wirklich der Schlüssel zum Sieg, oder ich muss einfach eine bestimmte den Raum eine bestimmte Anzahl an Malen durchqueren. Eins von beiden. So, hier noch eine Heilung drauf. Und nochmal speichern. Und dann wollen wir doch mal. Hi. Hehe, und du willst ein Anführer sein? Schwächlicher Mensch. Verdammt, ich habe alles gegeben, und doch konnte ich ihm nichts entgegenbringen. Hauptmann Wallace! Was? Oh, ihr seid hier! Durchaus überraschend! Dantin ist auch hier, und diese vier dort sind doch die Verbündeten der Dämonen. Verdammt, Dantin! Wir haben euch vertraut, Verräter. Sprecht besser nicht mehr und schont eure Wunden, Hauptmann. Wir werden uns später erklären. Denn jetzt müssen wir zunächst diesen Dämonen hier bezwingen. Was sagt ihr da? Hehe, wie amüsant. Ihr wollt mich vernichten? Nun, nach Meister Nemesis Plan sollten das eigentlich die Soldaten Dracos für uns erledigen. Aber letzten Endes seid ihr doch hier. Deswegen werde ich mir die Ehre selbst erteilen, euch in die Hölle zu schicken. Hehe. Tja. Dann kämpfen wir jetzt also gegen Reaper. Na, mal schauen, ob wir ihn... was wir ihm so antun können. Und der Segenschnitt dürfte gut wehtun. Ja, der tut gut weh. So, Schockpfeil. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn geschockt. Das wäre natürlich das Beste, was mir passieren könnte.
Okay, was heißt verflucht? Verflucht kenne ich nicht, das ist doof. Ah, aber ich habe einen Schock gekriegt. Oh, das heißt verflucht. Okay, Heilkraut. So. Wirkt nicht. Das ist doof. Das ist jetzt gerade echt scheiße. Das passt mir gerade gar nicht. Na gut. Gucken, ob ich dich vergiftet kriege. Das wäre natürlich noch lustig. So. Okay. Ah. So, Tanz der Blendung. Weil geblendet wäre mir auch ganz recht. Okay. Hauen wir gleich mal eine Heilaura raus. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Tanz der Blendung. Wie immer. Und Schockpfeile. Nicht. Autsch. Phoenix. Segenschnitt. Schockpfeil. Ich krieg ihn nicht geschockt, ne? Das ist doof. Wow. Really? Meine Fresse, ey. So, nochmal versuchen zu schocken. Nö. Will nicht. Okay. Das ist nicht gut. Da haben wir ein Ultralebenswasser drauf. Und ne, hier. Weiter mit dem Schockpfeil versuchen. Irgendwas zu erreichen. Was soll denn das? Warum denn? Ach Moment, der. Ah, okay. Ich verstehe auf jeden Fall, was dieser blöde Flug bewirkt. Gut. Dann wäre das auf jeden Fall schon mal klar. Super Magietrank und ein Super Heiltrank und eine Giftschneide. Nee, ich werde mich aber wirklich nicht. Auch noch verflucht, was soll denn das? Warum denn zwei? Oh, das ist jetzt echt mies, ne? Hehe, Meister Nemesis hat nicht übertrieben, als er über eure Stärke sprach. Als er über eure Stärke Sprache stärkte, oder so. Item, Verheiltrank. Meine Güte, ey. Das ist ja. Was soll denn das? Du kannst mir hier doch nicht alle Leute verfluchen. Das geht doch nicht. So, mal gucken, ob ich hier mit einer Genesungsaura was dagegen machen kann. Gegen den Fluch? Nö. What the fuck? Jetzt mal ganz ehrlich. Was soll denn das? Also das finde ich jetzt echt nicht gut, ne? Das ist echt gemein. Das ist echt mies. Was hier passiert. Oh ne, und Mentalgrenze hat jetzt natürlich auch dafür gesorgt, dass mein Phoenix noch schwächer wird. Warum denn auch nicht? Böse. Autsch. Autsch, autsch, autsch. So, Superheiltrank, Superheiltrank und nochmal ein Phoenix. Nervig. Ganz nervig. So, auch nochmal ein Superheiltrank. Okay. Genesung auf dich selber, die Mentalgrenze wegzukriegen. Ach, komm schon. Was soll denn das? Segenschnitt. Genesungsaura. Erstmal. Schockpfeil. Endlich. Endlich ist er wieder geschockt. Jetzt habe ich mal ein bisschen Ruhe. Hui. So, Phoenix. Stumpfpfeil. Versuchen wir auch mal, ob der was bringt. So, Tanz der Blendung. Stumpfpfeil. Und eine Heilaura. So, Segenschnitt. Dann hier ein Supermagietrank für sie. Schockpfeil. Leuchtende Rechtschaffenheit. Tanz der Blendung reicht nicht mehr. Oh, okay. Auch gut.
Siegenschnitt. Stumpfpfeil, ich versuch's weiter. Wobei, nee, ich hätte es eher mit einem Dings versuchen sollen. Sag schon. Schockpfeil. Genau. Den meinte ich. Ach komm, was soll denn das? Lebenswasser für Merlin. Superheiltrank für Erika. Okay. Dann habe ich den jetzt eben halt auf Rika raufgehauen. Wenn der zu Erika sollte. Nee. Aber der Name ist ja so ähnlich, das kann man schon mal verwechseln. Oder so. Meine Fresse, ey. Das ist doch echt nicht mehr normal hier. So. Schockpfeil. Ich versuch's weiter. Hui. Lebenswasser. Ah, sehr gut. Rika ist wieder normal. Boah, Schlaf habe ich jetzt nicht so ein großes Problem mit. Weil das kann ich mit dem Heilkraut beheben. So, Singschnitt. Lebenswasser. Und ein Schockpfeil. Immer noch nicht geschockt. Bäh. Ist doch zum Mäusemelken hier. Schockpfeil. Phönix. Tanz der Blendung. Ey. Also Reaper ist echt böse, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Der Typ ist echt mies drauf. So. Ne, hier werden wir jetzt mal einen Superheiltrank auf Rika schmeißen. So, und zum... Nein, nicht Genesungs... Ah, ich Idiot. Was mache ich denn? Das sollte eine Heilaura werden. Keine Genesungsaura. Blöd. Aber... Oh, hehe. ja. Heilaura. Komm, bitte. Danke. Hui. So, Segenschnitt. Geht dann nie. Warum? Supermagietrank. Erika, damit sie jetzt, ob jetzt den Schockpfeil wieder machen kann. Komm schon. Was soll das? Jetzt bringt diesen Mistkerl doch endlich, endlich mal um. So. Okay. Zumindest mal wieder geschockt. Das ist schon mal sehr gut. Das mag mir gefallen. So, Tanz der Blendung. Versuch's einfach weiter damit. Leuchtende Rechtschaffenheit. Segenschnitt und ein Supermagietrank für Lia. Tanz der Blendung. Immer das gleiche, ey. Oh, schön. Endlich hat mal die Blendung eingetroffen. Oder ist die Blendung eingetroffen und Reaper ist besiegt. Hui. Endlich. Wow, was ein Kampf. Du bist erledigt, Flaschele. Hoho, hehe. Sieht ganz so aus, als gäbe es für mich kein Entkommen. Ja, ganz genau. Schnell, wir müssen ihn töten. Wer weiß, was er vorhat. Einen Augenblick noch. Ihr habt mich besiegt. Ach nee, auch schon bemerkt. ja. Ich war Meister Nemesis immer treu. Ich bin treu, aber nicht blind. Ihr seid zu noch viel mehr fähig, wie mir scheint. Ich bin mit Sicherheit nicht so blöd, mein Leben einfach so für meinen Meister wegzuwerfen. Da hänge ich nämlich dran, wisst ihr? Was willst du damit sagen? Für euch gibt es längst keine Gnade mehr. Ich werde meine Brüder und Schwestern mitnehmen. Und mit ihnen auch gleich diese Dunkelheit, die diesen Stützpunkt einnahm. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Los, Angriff! Verdammt! Nicht gleich so aggressiv. Wo steckt der? Das wüsste ich jetzt auch gerne. Wie erwähnt, ich nehme meine Leute und die Dunkelheit wieder mit mir.
Es macht keinen Sinn, weiter gegen euch zu kämpfen. Ihr würdet uns doch bloß alle töten. Früher oder später wird sich Meister Nemesis wohl persönlich um euch kümmern müssen. Ich frage mich, wer gewinnen wird. Hehe. Okay. Die Dunkelheit. Allem Anschein nach hat er tatsächlich sein Wort gehalten. Was ist hier nur los? Nein, nein, Sui, ehrlich, danke, danke, ich danke dir. Wieso hat er gegen euch, ich... Hauptmann. Überanstrengt euch nicht. Ihr seid immer noch sehr schwer verletzt. Ich werde euch nach draußen begleiten und euch dann in Ruhe alles erklären. Es gibt einige Dinge, die endlich richtig gestellt werden müssen. Ja, ja, geht ihr mal. Wir bleiben so lange hier und passen auf, dass nichts passiert oder so. Wir sollten uns auch auf den Weg machen. Okay, aber nicht mehr in dieser Folge, weil die ist schon wieder so lang geworden. Warum habe ich auch nach 18 Minuten noch einen Bossfight angefangen? Ich weiß es nicht. Egal. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet euren Spaß an der Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.